Hey, Pferdchen. Dann gehen wir da mal rein. Einmal die Tür aufgehauen, passt. Wenn du das Geschütz hast, kann dein Pferd. Okay. Lieferung abholen, so. Brief von Crips. Eine Ahnung zu Geschütz. Okay. Gut zu wissen. Danke. Crisp hat mich also eingeladen. Ja, ja. Jetzt würde ich gerne mal gucken, wie viel so Kleidung kostet. Aussehen, Papierfotostudio. Oh, schön. Und Schneider. So. Hotte Hü. Sehr schön. Ich meine, es regnet gerade und es ist eine so geile Atmosphäre. Ein Butcher. Das ist ein Butcher. Also mit Nico wird das so lustig sein. Ich schwöre, es wird so lustig sein. Kann ich es striegeln? Streicheln? Ja. Feines Pferd. Guten Tag, die Herrschaft. Guten Tag, die Herrschaft. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich mir holen kann. Will and Rawson. Das sind. Okay. Nee. Oh ja. Alter, das ist schon cool gemacht. Ja, das wäre nichts für mich. Man kann sich ganze Outfits einfach holen. Oh, boah, Alter, das ist teuer. Mhm. Ein neuer Hut wäre auch mal angesagt. Das ist wahrscheinlich diese Ingame-Währung oder so? Nee. Das müsste die Ingame-Währung sein. Alter, ein Hut kostet wie viel? Okay, so eine einfache Schiebermütze, okay. Alter. Was muss ich denn? Muss ich dafür die ganze Welt umbringen oder? Okay, es gibt schöne Jacken. Gibt schöne Sachen hier. Ist schon gut gemacht. Ist einfach verrückt gemacht. Wir haben halt einfach im Moment gar kein Geld dafür. Achso, es sind ganze Westen, okay. Ganze Outfits meine ich, nicht ganze Westen. Hier gibt's dann so Hemden, okay. Ist einfach so geil gemacht, Entschuldigung, ich muss einfach sagen. Ja gut, das wäre. Gibt es sowas wie. Paddenhemd, Omerhemd. Gibt es sowas wie ein Priesterweste? Das wäre nämlich so lustig. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich das jetzt allererstes mir holen möchte. Thank you very much, sir. Fachausrüstung. Was ist denn? Händlerkopf. Was ist denn? Nein. Ist das cool. Warte mal. Wie sieht denn das aus? Ach nein. We have styles for all persuasions, but I'm sure you look good. Okay, ich sag gar nichts. Das ist so gut gemacht. All right then. But if there was anything in there that caught your eye. Yo, dann komm ich vorbei. Mach dir mal keine Sorgen. Oh Leute, ich habe nicht viel gesehen, aber ich könnte jetzt schon mich komplett verlieren in das Ganze. Oh, ein Saloon, komm. Das will ich auch nochmal machen. Habe ich auch noch... Also Saloon, ja gut, das sollte ich eigentlich finden. So. Hey Sir, geh mir mal aus dem Weg. Hier vorne geht's zum Saloon rein. Irgendwo wahrscheinlich. Binden wir erstmal das Pferd an. Bestimmt da vorne, wo wir eben standen. So, hier, ne? Wir benehmen uns mal. Hallo? Hallo, Sir. Das ist dein erstes
first time in my saloon? Ja, claro. Well, how can I help you, friend? Also, ja gut, das sind ja Sense. Dann gib mir mal. A few of these will make any day a good day. Oh ja. Gib ihm. Gib ihm. Runter mit dem Ding. Oh boy. Also bitte vergesst nicht. Nicht trinken. Trinken macht euch gegebenenfalls auch, ja. How do you do? Könnt ihr euch auch richtig schön kaputt machen auf dem. Na, also Alkohol, Finger weg davon. How's it treating you? Okay. Kann man. Mich juckt es an den Fingern, hier eine Schlägerei anzufangen. Aber wir wollen ja eigentlich gut spielen. Alles gut, Mann. Oh, der. Oh, pardon. Auch schön. Sorry, ich genieße einfach gerade die Zeit hier. Oh, es ist ein tolles Spiel. Habe ich das schon mal gesagt? Ich weiß, wo ich noch hin will. Da vorne, in der Nähe unseres Lagers. Wir wollen die Mission natürlich nicht machen. Aber ich will mal kurz die Kirche anschauen. So. Ja, irgendwie manchmal die Steuerung, ne? Eigentlich müssten Pferde außerhalb des Kirchendings warten. Habe ich sicher nichts zum Anbinden, von daher werde ich das Pferd einfach mal hier stehen lassen. Was ist das zum Anbinden? Sieht nicht so aus. Ich glaube, der Eingang ist auch da vorne. Alles klar. Ich gehe mal hinten rum. Jo. Ist der Eingang, aber hier sind keine. Schade. The Blackwater Church of Holy Ascension. Das ist ein Kreuz. Ja, es sollte ein Kreuz darstellen. Oh, wie gern würde ich da jetzt reingehen. Mann! Warum tut ihr mir das an? Stellt eine Kirche hier hin und dann nee. Gut. Kann man. Ja, wobei pennen kann man hier, glaube ich, nicht so geil, ne? Sorry, ich. Ah, Moment, es gibt hier doch bestimmt einen Krämer. So eine Art Kleinkrämer oder sowas. Schlachter. Fotostudio, Barbier. Gemischtwarenladen, genau, da wollte ich nochmal hin. Wir haben das eine Feld noch dabei. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Wahrscheinlich Peanuts. Weil es auch noch schlecht ist, aber. Aber. Ihr könnt es euch ja denken. Ich will nur nicht die Mission starten. Ihr kennt das Problem ja. Hotte Hü! So, hier vorne. Wo kann ich mein Pferd anbinden? Nirgendwo. Ja, lass ich es halt hier stehen. Und gehe rein. Ohne Knarre. Ohne Lasso. Ohne Knarre und ohne Lasso. Welcome, stranger. Why don't you take a look at the different types of baits I have at the window? Ah, nice. Ain't no shame in using a bit of help while hunting or fishing. Kann man hier irgendwas verkaufen? Also man kann hier alles Mögliche holen. Okay. Ich habe aber doch dieses eine Ding dabei. Ain't no harm in just looking. Warte mal. Oh ja. Nein, nicht die Waffe, sondern Pferdeinventar. Das eine Fell mitnehmen. Kann verkauft werden, aber wo? Kann ich bei ihm verkaufen? Ja, ich weiß, dass das hier keine. Also ich kann ihm. Was mit dem Verkaufen ist mir noch ein kleines Fragezeichen. Kaufen, lesen, Index.
Infos verbergen. Was? Achso. Was? Vergrößern. Gold nutzen. Achso. Ah, okay, gut. Ich verstehe. Ich muss mich, wie gesagt, erstmal reindenken. Oder kann ich die Sachen beim Schlachter verkaufen eher? Das würde ich nämlich gerne nochmal machen. Oh, kann ich das hier verkaufen? Oh, so. Ja, hier war doch irgendwas. Ach nee, man kann Sachen kaufen. Okay. Alter, man kann einfach Sachen draußen kaufen. Das ist doch Wahnsinn. Nein, aber ich will noch immer was anderes verkaufen. Was du nicht annimmst. Ich brauche ein Fell, das ich verkaufen kann. Oder muss ich das zu Leder erst verarbeiten? Das wäre so die andere Frage. Verkaufen. Ah ja, genau, hier. Okay, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Okay. Okay, so kann man echt gut Geld machen. Also natürlich, wenn du mehr sammelst und so, dann geht das eher, aber es geht. Und das finde ich gerade cool. Ja, dann würde ich nochmal zum Lager zurück. Hier sind halt auch nochmal so ein paar Leute. Bestimmt kann man hier auch mega Unruhe stiften. Was wir jetzt natürlich nicht machen, aber... Ist das die Orgel oder so? Ich meine hier... Ich könnte theoretisch mit dem Lasso, ne? Ein Gabelbock. Das habe ich aber jetzt zufällig gefangen. So. Bleib locker. Alter, wie geil. Okay, ich hätte ein Messer in die Hand nehmen müssen, ne? Okay, ich wusste nicht, wie man das macht. Ah, meine Ausdauer ist leer. Okay, dann muss ich in mein... Muss ich in mein B gucken und dann... Was ist das? Taschen... Was? Taschenkatalog, ne. Und Apfel essen. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Ausdauer. Okay, und es wird langsam morgen. Ach, jetzt... Okay, jetzt hole ich mir den blöden Gabelbock. Könnte auch mal was, noch was essen. Bohnen. Gib ihm Bohnen, Alter. Achso. Okay. Das will ich gerne noch mal schaffen. Ein Tier legen. Nein, das ist das falsche Taste. So. Das Pferd ist schnell. Nein, ich hab's nicht bekommen. Wie kann das denn sein? Ferdi. Oh. Warum dreht denn das immer nach hinten ab? Weil wir zu schnell sind, oder? Das ist natürlich schon weg. Okay, das hat schnell umgeschlagen. Jetzt findet's dann natürlich nichts mehr. Ich finde hier mal einen Gabelbock. Ah. Könnten wir auch bekommen, oder? Oh, morgens, Alter. Das ist ein Regenbogen, ne? Nicht wahr. Ah, da vorne sind die Gabelböcke. Nein, das sind Pferde.
Ey. Alter, ist das geil. Das ist ein bisschen wild. Okay, ein Fuchspinto. Man kann sich die Pferde also auch nochmal richtig anschauen. Das hat man eigentlich schon ein Zwillpferd, du kannst es nicht satteln oder mit ihm Verbundenheit aufbauen. Aber ich könnte es verkaufen, Blackwater. Oh, sorry, ich habe jetzt schon Spaß am Spiel. Das ist nicht schlimm. Okay, komm. Komm. Du bist ein tolles Pferd. Oh, oh. Es mag mich nicht. Sehr schön. Ja, das Pferd ist jetzt auch nicht das Beste, aber wir können es verkaufen. Darum geht es mir letztendlich. Und man kann sich bestimmt richtig tolle Pferde holen. Und man kann bestimmt bei anderen Gruppen bestimmt richtig toll, ne? Richtig schön die Sachen hier verkaufen. Die Pferde auch dann kaufen und so. Er ist halt noch richtig frisches Ding hier. Blackwater um 7 Uhr morgens. Wildes Pferd, man merkt. Okay. Was? Dieses Pferd kann nicht in den Stall gebracht werden? Warum? Ich kann es auch verkaufen, oder? Oder muss ich einfach nur den anderen Weg reinnehmen? Hieß doch, wenn du kannst es verkaufen bei uns. Verstehe ich nicht. Dafür ist doch der Stall da, oder nicht? Wenn ich das Pferd hier anbinde. So ein Motto, ich habe ein Pferd für euch draußen. Ihr könnt euch das mal holen. Geht das? Oder wird geschossen? Pferde. Pferde im Besitz verwalten. Scharrexus. Ach, das könnte ich mir kaufen. Okay. Will ich ja gar nicht. Ich habe. Was? Oh Gott, wie geil ist das? Finde ich nice, aber ich habe ein Pferd vor der Tür. Hier. Was mache ich denn jetzt mit dem? Hör mal zu, ey. Es hieß doch immer, du kannst deine Pferde hier verkaufen. Oder bin ich aber nur doof? Ne, geht nicht. Dieses Pferd kann nicht in den Stall gebracht werden. Dann bring ich es mal in meine Basis. Vielleicht können wir da ja irgendwas mal mitmachen. Ich habe keine Ahnung.
guck mal, da hinten reitet ein wilder Geselle. Ich meine, da kann man jetzt auch nicht wirklich was tun. Können auf mich schießen, mehr nicht. Aber damit macht er mir ja nichts. Ja, das Pferd dreht durch. Oh, okay. Stopp. Hey, good to see you. Yo, wie geht's dir, mein Lieber? Achso, jetzt ist das Pferd langsamer automatisch. Okay. Ich kann das Pferd anbinden. Mich auszuruhen hilft mir. Alles gut. Und jetzt wollte ich nochmal gucken, ob die Kirche offen ist. Entschuldigt. Was ist denn mein Pferd? Da hört man's. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das neue Pferd hier dann noch irgendwie bleiben wird. Oder was ich damit machen kann. Also deswegen bleibt noch für mich ein großes Fragezeichen, was das Pferd angeht. Aber vielleicht klärt sich das. Blackwater, 9 Uhr. Ist der Reverend jetzt, oder was? Morning, friend. Morning. Excuse me. Geh ich das zu? Warum? Hey, they found Lucas knocked out drunk, bare-assed in the middle of a field. Nada nuevo. Warum kommen wir hier nicht rein? Muss der Pastor erstmal vorbeikommen oder was? Micha, komm vorbei! Micha! Alter. Micha. Oh, hier ist ein neues Grab, ne? Ja, klar, mit einem Holz. Na, Mann. Gräber brauchen ja ein bisschen, die setzen sich ja. Und deswegen tut man auch keine Grabsteine drauf oder so. Sondern muss halt einfach konsequent abwarten. Ja, und dann nach, ich glaube, 75% der Zeit, wollte ich gerade sagen. Nach so 9 Monaten oder so, 6 Monaten, packt man dann erst den Grabstein auf. Also man könnte natürlich jetzt Quatsch machen und die Leute überfallen, aber ich habe Sorge, dass irgendwas passiert. Can't be back there. Move! You really itching to get shot, ain't you? Ernsthaft? Schade, der hat nämlich was auf dem Dings gehabt. Schade, das wäre nämlich ein bisschen lustig gewesen. Okay, gut. Also der Pastor kommt nicht, dass wir werden genug Möglichkeiten haben. Ich werde hier noch richtig ausrasten, glaube ich. Achso, ich wollte noch mal was erjagen. Da vorne. Ja, hotter Hü. Ich denke, hier könnte ich sowas erjagen. So, hier geblieben. Und jetzt ist das Messer raus, oder? Es hilft nichts. Schade. Schade. Jetzt wollte ich es gerade haben. Aber ich meine immer, dass Schüsse die Felle nicht sauber gemacht haben. Also dann hat man am Ende nämlich ein bisschen weniger bekommen. Für die Felle. Soweit ich es noch weiß. Also nicht in Red Dead 2, sondern im Einser-Teil, oder? Das war meins. So, einmal gewiegen. Schwupp, einmal am Bauch, zack, lang, passt. Dann ein bisschen ziehen, ein bisschen das, ein bisschen jenes.
Mein Stück. Das ist. Warum ist das fallen? Boy. Ich habe Fleisch bekommen und ich will das Ding mitnehmen. Auch wenn es schlecht ist. Genau. Leg's drauf. Auf dein Pferd. So gehört sich das. Nice. Also, so wie ich es gesehen habe, kann man die nicht erschießen. Ich würde mich fragen, wie es ist, ein Bison zu erschießen. Jetzt habe ich es aber. Oh, es ist langsamer, oder was? Jetzt habe ich es aber. Und noch eins. Schon, also, auch wenn es irgendwie böse klingt, aber ich habe ein bisschen Spaß an solchen, an solchen Spielen, weil es ist halt einfach real, so haben die Leute damals ihr Geld verdient, ne? Mit Tieren. Nicht mehr. Was ist das, wenn wir das jetzt verstauen? Er legt es aber drüber. Wie geil. Okay, nice. An so einem Bison traue ich mich eigentlich nicht ran, aber ich würde es gern versuchen. Ich weiß nicht warum. Okay, die fangen an zu rennen dann. Hört ihr das gerade? Nein, 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 nein. Ich will das da vorne. Das ist meins. Zur Sicherheit nochmal drauf schießen. Alter, wie häutest du denn das Bison? Genauso oder was? Okay, das geht ein bisschen schneller. Schlechtes Bisonfeld. Tierhäute können beim Schlachter verkauft werden. Zum leichten Transport können sie auf einem Pferd verstaut werden. Wenn genügend Platz ist. Ja, mehr können wir dann nicht nehmen, aber wir können es verkaufen. Das tun wir gerade mal. Das arme Pferd, Alter. Trägt auch riesige Bisonfälle mit sich jetzt. Also, ich finde das toll gemacht. Was ich nur nicht verstehe, warum wir nur schlechtes Fell bekommen, aber. Vielleicht levelt sich das irgendwann mal. I don't know. Aber so gehört sich das halt. Das will irgendwie Geld machen. Nee. So haben die Leute Geld. Natürlich, man könnte sagen, ja, Schutzgeld und so, aber. Das ist ein legitimer Weg. Jäger sagen. Oh. Dann gib doch Gas. Bitte was? So. Und. Was, what the hell? So, ich möchte gerne Sachen verkaufen. Ich habe Bisonfleisch. Wildfleisch. Horn. Okay. Zweimal das da. Ah, sieht das so, so macht man echt gut Geld. Und das hier bringt auch nicht so viel. Aber wir haben heute 5 Tierfleisch verkauft, das ist schon mal viel wert. Ich kann mir vorstellen, dass man später dann sowas wie. Okay. Was war da rum? Ja, schön. Okay, also da gibt's halt eben nochmal Verbesserung. Hier kann man natürlich nochmal. Größe und Lage. Tägliche Gebühr 2. Okay. Okay, man kann halt eine. Okay, man kann. Oh boy! 10 Tierprodukte an einen Schlachter verkauft. Jawohl. Bin ich an mein Dingle-Dive vorbei? Nee, ne? Das ist da hinten.
Alles klar. Ja. Ich drücke F1, das passiert alles. Alles klar. Tja, mich. Einmal das Pferd bitte anbinden. Jo. F1? F1? Nein, geht nicht. Okay, komisch. Ja. Nice, dann würde ich sagen, den Rest. Den Rest? Den ganzen Rest. Oh, was kann man denn hier machen? Sorry. Ich entdecke immer mehr Sachen. Wahrscheinlich. Oh, man kann einfach. Geil. Exotisches Vogelfleisch. Okay. Man kann sogar das ganze Essen machen. Alter. Oh, man kann Pistolen, vergiftetes Wurfmesser, Raubtierköder kann man herstellen. Singes Fleisch und Brombeere. Reptilienfleisch, Wildfleisch, Vogel. Wildvogelfleisch und so. Alter. Also, ich würde sagen, ich verabscheue mich soweit erstmal von euch. Ich würde gerne erstmal weggehen davon. Und bedanke mich, dass ihr jetzt erstmal 1:40 nur mich erlebt habt und mich nur ertragen habt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer Folge, wo Nico dann endlich dabei ist, hoffentlich. Und dann geht es hoffentlich richtig rund. Da machen wir die Gegend mal so richtig unsicher und gucken, was wir alles so erlegen können, was wir alles so bekommen können, was wir hier ja für Missionen haben, ob wir hier Leute retten können, was auch immer. Und da vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao. Yeah.